willkommen zu unserer allerersten Sektenveranstaltung. So schön, dass ihr jetzt auf dem richtigen Weg seid. Es ist so tierische Grüße für unsere blonde Leitfigur, Guru Martina! Ein Hello again für unsere Sphärenqueen Isabel! Und ein spirituelles Schessen zusammen für unsere Transzendente Annika! Ja, ein paar Männer da innen sind nur wegen ihr gekommen. Unser blonde Engel am schwarzen Flügel, the one and only Sonja! Wie Sie selber sehen, haben wir aus dem Rippli von der Sonja noch einen weiteren Musiker gemacht. Sekte. Wir sind zum Berufsberater gegangen. Der hat uns angeschaut und gesagt, ja, in eurem Alter und mit eurem IQ, da gibt es nicht mehr allzu viele Möglichkeiten. Entweder ihr geht in die Politik oder ihr gründet eine Sekte. Und wir haben uns dreistimmig entschieden für Politik. Und dann haben wir gemerkt, stopp. Sekte. Sie steuerbefreit. Sage, liebe Schäfli und Schafsäckeli, Sie überleben heute bei uns ganz einen besonderen Tag. Bei uns fand nämlich heute eine neue Zeitrechnung an. Ab genau jetzt, wenn wir nicht mehr mit unseren weltlichen Namen angesprochen werden, sondern nur noch mit unseren Guru-Namen. Wir haben so einen langen, intensiven Namensfindungsprozess hinter uns. Und meine erste Eingebung war, wir heissen jetzt die heiligen Dreifaltigkeiten. Ja, ich meine, das liegt doch auf der Hand, also auf dem Gesicht. Aber Sie glauben es nicht, wir haben Streit bekommen. Wer ist jetzt da Falte 1, Falte 2, Falte 3? Ich dachte, das kann doch nicht so weitergehen. Die grossen Gurus, die kommen doch alle aus Indien. Wir brauchen indische Namen. Falafel, eins an der Waffel und nein. So. Nein, wir haben doch auch einheimische, urchige Guru-Namen. Und ich habe nachher geschlagen, meine Damen und Herren. Im Buch der Bücher. Im Schauenursli. Ah, aber ich muss es gerade zugeben, ich habe leider nichts gefunden. Aber nicht verzagen, Guru-Fragen. Im Nachfolgebuch, meine Damen und Herren, bin ich fündig geworden. Wir heissen jetzt, wie die weltberühmten heissen Geissen Zottel, Zick und Zwerg. Was ist unsere Vision? Isabel Sachsner. Oh, ja, ich darf. Ja. Oh, unsere Vision ist. Wir wollen da. Wir wollen das Hallenstadion! Ja! Wir haben schon gemietet! Ja! Es ist schon fast voll! Ja! Also die erste Reihe. Bitte dünnt euch vermehren. Wir machen das auf die altbewährte Art. Schauen Sie nach links, schauen Sie nach rechts. Gefällt Ihnen jemand? Wenn nicht, egal. Da müsst ihr jetzt durch. Hallenstadion. 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 Fülle die Halle, bringe mich mit.
Apropos heiss. Wie heissest du? Gebi! Ist mein Lieblingsname. Gebi! Wie gross bist du? 1,80. 1,80 ist meine Lieblingsgrösse. Oh, Gebi. Du bist aus der Welt. Ich schenke dir ein Lied. Mehr habe ich nicht. Kannst du es an, wenn du willst. Es ist ein gutes. Und es gibt noch Menge, die es nehmen würden. Aber dir würde ich es geben. Das habe ich jetzt gerade so erfunden. Wir brauchen dein Geld, das ist alles. Kommst du dafür mit uns dreimal ins Paradies? Du jetzt spenden! Spend! Weil in der Hölle, da wird's fies. Ja, dort unten wird's fies. Ja, es ist ein Geben und Nehmen, gell, Gebi, Schätz und Schnüsse. Aber wir geben der Welt auch etwas zurück. Und für das haben wir eine Hotline eingerichtet. Man kann uns alles fragen. Kann man uns alles fragen, Annika? Ja, man kann uns alles fragen. Wir sind sozusagen der Dr. Sommer von Bravo. Einfach für das Geistige. Ja. Freundin Sekte-Hotline, guten Abend, wie kann ich Ihnen helfen? Wer ist da? Der Kevin. Kevin, wo bist du? Wie hei? Bist du allein die hei, Kevin? Nein, frag nur. Nein, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Schiess los, was möchtest du wissen? Du möchtest wissen, wie Gott aussieht. Das ist ganz einfach. Stell dir vor! Da sitzt ein alter Mann mit einem Bart. Das ist nicht Gott. Stell dir vor! Da sitzt eine alte Frau mit einem Bart. Das ist auch nicht Gott. Stell dir vor! Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Das ist Gott. Ist gut. Kommst du nicht raus? Noch mehr Fragen? Ist einfach teuer, gell? Ich weiss, ja, frag du nur. Ja, ich erkläre das. Du möchtest wissen, wie der Teufel aussieht. Moment, da muss ich dich an eine Fachstelle weiterleiten. Isabel! Für dich. Kevin! Bist du allein daheim? Oh, du möchtest wissen, wie der Teufel aussieht? Ja, er hat einen Fuß, einen Schwanz und er kommt im roten Kleid. Ist gut? Mehr Details. Er sagt, willkommen, jetzt wird's heiß. Er holt dich ab zur letzten Reise. Will er all deine Geheimnisse weiss? Er lacht und haut der Eis. Er schmuggelt dick. Ohne Witz ist Mail, wo du deinem Lehrer schickst. Und will der rot gseht und verschrickt, wirst du zur Schule ausgekickt. Er ist der Puffmann, er verzählt nur Stossmann. Wenn er kommt, der Schlossmann, aus und bei die Bossmann. Er ist der Böskheit, macht dich voll Nervöskeit. Wech und Schwefel stinkheit, will er Drogen trinkheit. Er ist der Bad Guy. Kevin? Ja? Kannst du uns bitte noch dein Sackgeld finden? Wir tun dir dann etwas auf dein Karma-Konto. Jawohl, die Kontonummer ist rechts oben auf unserer Webseite. Was? Geht nicht? Was geht nicht? Unsere Webseite. Hä? Das kann im Fall nicht sein, bevor er noch getroffen. Sonja, hast du den Laptop?
Entschuldigung. Das ist jetzt peinlich, genau. Heute ehrlich. Was war die? Kannst du schnell bitte? Oh, übrigens ja. Geniale Webseite haben wir. www.exfreundinnen.ch. Error! Update verpasst, ihre Seite wurde gelöscht. Gelöscht? Das ist eine Katastrophe. Nein, wir haben pro Minute x-tausend Leute, die da drauf haben, zum Spenden. Okay, was machen wir jetzt? Okay, Isabel! Du designst unsere neue Webseite. Du hast 10 Minuten Zeit. Was? 10 Minuten für eine neue Webseite? Oh mein Gott, Panik! Das ist im Fall ganz einfach. Nimmst Wix. Wix? Was ist das zum Einstreichen? Nein, zum Budget einhalten. Wix.com. Eine gratis Website-Vorlage. Ganz einfach. Okay, gut. Jetzt in 2 Minuten bin ich zurück. Dann ist die Seite fertig. Du hast gesagt, in 10 Minuten. Ja, du hast gesagt, in 10 Minuten. Ich meine, du spinnst im Fall ein bisschen. Ihr vier wisst schon, die Sitze im UFO habt ihr alle noch nicht auf sicher. Ticke-tacke, ticke-tacke. It's a final countdown! Ah! Oh mein Gott! Sieht aus wie am Teufel seine Hämorrhoiden. Naja, es gibt wenig Regeln bei uns. Regel Nummer 1! Du sollst nicht fasten, sondern festen! Regel Nummer 2! Du sollst nicht unterbrechen! Und Regel Nummer 3! Du darfst jederzeit aus der Sekte austreten. Bei uns ist man frei. Bei uns gibt es einfach ein kleines Austrittsgespräch. Und dann kommt Annika ab und zu bei euch vorbei, schauen, wie es euch geht. Hallo!
ich bin's. Nimm ab, nimm ab, nimm ab. Ich weiss, dass du daheim bist. Ich habe dich vorher gesehen. Du bist im 33er gehockt, in die Migros posten, in die Pestalozzi-Bibliothek und nachher noch eine Pizza holen. Fungi. Du, ich hatte ganz eine kleine Frage gehabt. Wirklich ganz, ganz eine kleine Frage. Liebst du mich? Ich liebe dich! Tschüss! Ich tue dich stalken. Ich warte hinter dem Baum. Ich tue dich stalken. Erscheine dir in deinem Traum. Ich habe einen neuen Therapeut, der mich jetzt Tag und Nacht betreut. Ja, ja, ich weiss, ich bin extrem, aber das ist doch kein Problem. Wow, 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 au! Ach, ich liebe dich ja so sehr, schick dir ein schönes Weihnachtsgeschenk. Ich hocke selber in der Box, Bein und Arm verrenkt. Ich wühle durch den Abfall, als Güsselsack verkleidet. Ich gehöre zu dem Lebensschatz, bis das der Tod uns scheidet. So schön! Ich mache jedes Jahr einen Firmenausflug! Das letzte Jahr sind wir ins Hallenbad Oerlikon. Ins Meerjungfrauen schwimmen. Halle, Halle, Hallenbad! Mein legendärer Köpfler von 10 Metern ist eingegangen in die Annalen vom Triemli-Spital. Haben wir schöne Schwänze gehabt. Rosa-rot, hellblau-grün. Und nicht vergessen, Sonja, da, in ihrem roten Einteiler. Oh, das sind sicher die Hells Angels. Oder das Betriebungsamt. Hey, das ist die NASA. Ich glaube es nicht, sie bringen das neue UFO. Hier spricht Ihr Autopilot Major Tom. Bleiben Sie auch während des UFO-Fluges angeschnallt, bis wir die Milchbubi-Straße passiert haben. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Reise. Das Problem. Ich glaube, wir sind tot. Ja, jetzt muss ich nicht gerade den Teufel an die Wand malen. Das Paradies habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Es ist halt schlicht. Modern. Ja, aber in unserem Prospekt haben wir das anders angepriesen, hä? Wo sind jetzt die Schinkengipfel und die Chippendales? Du weißt ja, ich mich gefreut. Frauen, kommt! Kommt!
Gibt es euch da noch mal ein Stockwerk? Ist etwas wie in einem Lift. Wir waren doch noch quick lebendig. Haben wir einen Unfall gemacht? Da hat uns jemand reingeritten. Hör doch auf mit diesen Verschwörungstheorien. Vielleicht hast du es wegen meiner Vorgeschichte mit dem Jesus. Wieso kommst du jetzt mit dem Jesus? Du bist doch Buddhistin. Nein, sie ist Nudistin. Ganz ruhig. So, jetzt müssen wir einfach eruieren, was wir vorher gemacht haben. Also, okay, ich bin voraus mit dem Ufo. Der Schäfli, wir hinten drin. Es war dunkel. Ich bin dem Licht entgegen. Ja, hat er Exit genommen? Exit! Exit! Du hast den falschen Exit genommen! Oh ja, hey, mehr nach den Wegen, nach dem Schocken und dem Wind, nach den Wäldern, nach den Seen und nach dem Schnee. Und ich bin weit weg von den Heimen, in der Welt, wo ich nicht mehr sein. Und ich glaube, es gehen da andere jetzt gerade genau so wie wir, genau so wie wir. Und ich gehe heim, wenn nach dem Berg, nach dem Schocki und dem Wind. Oh, wart jetzt zurück an den Ort, wo ich daheim bin. Wo ich daheim Die Speicherkapazität ist voll. Sie werden in 24 Stunden gelöscht. Was? Gelöscht? Was ist das für eine Stimme? Sagt er mir sie in irgendeiner Zwischenwelt? Oh. Ein Äpfel habe ich, ein Loch im Bauch. Nein! Von all meinen Ex-Freunden. Du warst aber mehr mit Frauen zusammen. Das Boot fährt mit Motor und Wind. Boot! Eine Fähre! Wir brauchen eine Fähre, um den Fluss der Unterwelt zu überqueren. Wie heisst er schon wieder? Rhein, Limmat, Aare. Ich bin so schlecht in der Geografie. Isabel, du hast doch jetzt den Apfel der Erkenntnis gegessen. Wie kommen wir da wieder raus? Nicht. Das geht schon nicht mehr. Typisch Apple. Sonja muss es downloaden. Downloaden? Ja, abladen, abholen, speichern unter. ITs wollen nach Hause. Wie können wir sie bitte erreichen? Ja, wir könnten dir über ein Medium eine Nachricht übermitteln. Nein. Oder
Ja. Wir könnten dir im Traum erscheinen. Nein, sicher nicht. Oder? Wir läuten ihr an. Wir haben doch kein Telefon. Doch. Ich habe meiner Jugend mal eins in meinen Arsch implantiert. Ja, die haben dann das Arschgeweh, ich habe halt das Arschtelefon. Schaut nicht so, sind einfach froh. Okay. 079 hat sie gesagt. Düt, hat sie gesagt. Düt. Grüezi, da ist die Ex-Freundin Sonja. Ich bin im Moment am Dingsbumsen und kann leider das Telefon nicht abnehmen. Bitte hinterlässt sie keine Nachricht, ich lasse sie sowieso nicht ab. Adieu! Okay, wir müssen uns selber befreien. Das ist es. Wiedergeburt. Wiedergeburt? Da glaube ich nicht dran. Egal. Ein Schlitz. Okay. Alles klar. Ich gehe als Erste. Ich habe den grössten Gring. Okay, jetzt flutscht's. Heiliger Dammriss. Und jetzt, meine Damen und Herren, die erste Live-Wiedergeburt aus der E-Knut. Entschuldigung, iCloud? Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihre Hebamme oder Dr. Google. Im Darknet. Einmal erleuchtet, Leute. Wir sind wieder da. Hey, nein. Macht für uns einen Bauen. Lecker sind wir gut. Und auf das stoßen wir jetzt an. Und für das brauchen wir keine Sekte. Nur Sekt. Und euch. Hey! Sekt für das ganze Lokal, Sekt für alle im Saal. Hätte ich hier zu bestimmen, würden mir alle schwimmen. Sekt für das ganze Lokal, wer hat dazu schon das Kapital? Doch zum Gläschen für dich, doch zum Gläschen für mich.
überdreht. Ist es zum Feiern nicht zu spät? Ja, 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 Sekt für das ganze Lokal. Sekt für alle im Saal. Hätte ich hier zu bestimmen, würden wir alle mitschwimmen. Sekt für das ganze Lokal. Wer hat dazu schon das Kapital? Doch zum Gläschen für dich, doch zum Gläschen für mich, das reicht es allemal. Sekt für das ganze Lokal, Sekt für alle im Saal. Hätte ich hier zu bestehen, spezielle Vorstellung seid dabei gewesen und hört, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Oder wollt ihr Sektengründer, dann läutet uns an, wir wissen jetzt, wie es geht. Und wenn ihr uns möchtet folgen, auch wenn wir keine Sekte mehr sind, dann könnt ihr das auf Instagram, Kilogramm oder im Zürich-Tram. Und wer den Major Tom einmal persönlich kennenlernen will, kommt zu uns. Der geht bei uns ein und aus. Für sie Seele, die heute zurück ist auf der Erde. Auf all die schönen Kinder, die heute Nacht geboren werden. Auf all die Zeit, die ist vergangen. Auf all die Zeit, die uns noch bleibt. Auf Zottel, Zick und Zwerg!